Und damit willkommen zurück hier in Raccoon City, Resident Evil 2. Wir haben letzte Folge den Code für den Spind gefunden in Etage Nummer 3. Wir müssen aber eigentlich die Schrankteile finden. Das bedeutet, ich werde zweimal irgendwie hierher gehen, versuchen. Ich werde es versuchen, ich weiß nicht, was erwartet. Habe jetzt mal neue Gegner. Denn wir haben ja auch dieses Kurbelteil hier, düster. Das werden wir jetzt versuchen zu verwenden. Und wir haben noch wahnsinnig viele Schrotflintenschusspistole. Geht eigentlich, das sind wir bei 35. So, mal gucken, wenn wir jetzt hier hochgehen. Ne, da gehen wir nicht hoch. Das war bescheiden. Okay, also nochmal. Wir sind hier, müssen theoretisch ins Büro. Sollten langsam machen, nicht, dass wieder ein Licker ist. Der plötzlich der Meinung war, hey, ich möchte dich gern lecken. Komm mal her. Was? Hä? Ach, da liegt er. Okay, ich wollte schon sagen. Ah, wie lieb sie sind, ne? Wenn sie schlafen. Naja, gut, wir gehen mal hier ins West Office. Ja, natürlich cool, wenn wir bei The Forest in den Schränken dann das Zeug wieder respawnt. Aber ne, ist hier nicht so. Wäre aber auch zu leicht. So, Marvin. Marvin liegt noch da. Wo liegt so? Jetzt müssen wir nach oben auf jeden Fall. Wir müssen hier lang. Gut, dann da lang. Okay. Jetzt gehen wir hoch. Ich weiß, meine Energie ist nicht so super. Aber ich heile mich erst, wenn es wieder rot ist. Ich glaube, es gibt zumindest keine Kreatur, die, wenn wir gelb sind, uns direkt töten. Denke ich. Weiß nicht. Keine Ahnung. Bin unschlüssig. So, hinten haben wir noch den Tresor. Dafür haben wir aber den Code. Ich muss vielleicht mal die... Also, einen Code haben wir an der Tafel gefunden gehabt, aber hier ist keiner. So, wir müssen jetzt nach links. Okay, gehen wir langsam nach links. Nicht, dass wieder irgendein Lick aus. Checken wir die Lage. Oh, und das Ding neu. Es wäre halt echt cleverer, wenn das einfach von alleine macht. Ich weiß nicht, was da sonst reinstecken will. Vielleicht so eine Pflanze oder so. Aber er hätte ja eigentlich von alleine da drauf kommen können, dass da die Kurbel rein muss. So, wir gehen hier hinter. Lieber schön langsam, nicht, dass wieder irgendein Blick aus. Ich fand es jetzt hier nicht so wahnsinnig hell, dass wir jetzt das Licht ausmachen können. Okay, da ist zu. Ach so. Ich höre Geräusche. Ich mag keine Geräusche mehr. So, wir gehen mal hier runter, bitte. Ja, Leon. Jammer nicht rum. Da müssen wir durch. Oh, oh, das sieht sehr aus nach Zellen. What? Okay. Ah, shit. Da ist noch einer. Schnell. Jo, Brett haben wir dabei. Du musst draußen bleiben. Geschlossene Gesellschaft. Wo sind wir jetzt eigentlich? Vernehmungsraum, Beobachtungsraum, okay. Da scheint schon mal verschlossen zu sein. Da ist irgendein Zeichen dran. Jo. Okay, vielleicht können wir hinten rein. So, guck mal. Toll. Wir brauchen Schlüsse. Und fällt ein Zombie raus? Nein, Schießpulver. Schön, da können wir uns gleich nochmal Schrotflintenmunition kombinieren. Zack. Dass er das nicht gleich hier übereinander stapelt, ein bisschen ulkig. Tolerant. So gut. Also hier komme ich rein. Da komme ich rein. Wir können hier theoretisch nur die Treppen hoch. Blick aber ja keiner. Das bedeutet, wir können nirgendwo. Wenn. Alter, was soll das denn bezahlen? So, gehen wir hier hoch. Ich muss gleich nochmal die Karte checken. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. So, wir sind hier. Hier. Von hier sind wir gekommen. Hier vorne brennt's ja. Eigentlich war ja auch irgendwer lecker. Wir gehen lieber nicht lang. Wir gehen weiter hoch. Einfach weiter hoch. Immer weiter zu derben. Können wir die Taschenlampe eigentlich anmachen, wenn ich das möchte? Ah, so funktioniert das. Okay. Sprachsteuerung. So, nehmen wir hier. Neues Brett. Eins haben wir verwendet. Ich glaube.
Man muss die Bretter echt nur da verwenden, wo ein Zombie davor steht. Steht kein Zombie davor, könnt ihr eigentlich euch sparen. Okay, hier haben wir viele weiße Türen. Hier haben wir noch einen Spind. Oh, wir kriegen irgendwie verdächtig viel Munition. Jetzt 41 Schuss. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so viel Schuss an. Langsam. Nö, regnet's. Ach so, wir sind draußen, okay. Da ist mal wieder ein blaues Grau da hinten. Okay, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Ich nachgeladen. Hallo, ich komme. Okay, irgendwo ist jemand. Also mindestens einer. Da hab ich schon, da ist er, glaube ich, oder? Ja, da ist er. Du Drops. Da hinten ist noch einer. Ach, das killt ihn nicht mal. Schön. Vielleicht muss ich immer warten, bis die so nah sind. Obwohl mir das zu viel Adrenalin wäre. Ist. Was haben wir hier oben? Oh mein Gott, wir finden hier echt wahnsinnig viel Munition. Na, bist arm dran, ne? Tja, hier geht ein Kabel hin. Wo geht das Kabel hin? Ah, hier. Wir brauchen. Wetten, Herz. Wir brauchen eindeutig Schlüssel. Moment, hier können wir doch lang gehen. Hier, guck das mal an. Cool, wir haben eine Abkürzung gefunden. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ist das für den Wagen hier? Großes Zahnrad. Oh, das ist wirklich sehr, sehr groß. Okay, wenn wir wieder bei der Kiste sind, können wir auf jeden Fall die Kurbel wegschmeißen, die brauchen wir nicht mehr. Nochmal Kraut. Wir schwan irgendwie ganz böse, ey. Ich weiß auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Was hier ist? Das ist eine verschlossene Tür. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall dann bloß von anderen. Hier ist ja unser eigentliches Ziel, ne? Uhrenturm. Tja, wie kommen wir denn da? Balkon, okay, Balkon. Wir gehen zurück auf den Balkon, glaube ich. Da ist eine Treppe. Laut Karte. So, haben wir nachgeladen, ja. Ich habe so ein ganz, ganz dummes Gefühl. Wir haben so viel Munition. Wir haben nie lange viel Munition gehabt. Achso, Trottel, da ist ein Riesenherz drin. Da kommst du nicht rein. Nur mit ganz viel Liebe. Ich bin bescheuert. Steht da wieder auf. Ja gut, dann müssen wir erstmal hin. Hä? Ja, wir müssen einfach bloß darüber. Da. Mensch, du. Dann machen wir das doch. So. Jetzt auf dem Balkon. So. Da ist nochmal Kraut. Nehmen wir es mit. Blau ist ja Gegengift. Ach komm, wir haben genug Platz. Wir nehmen es nochmal mit. So. Wir haben noch ein paar Slots. Bevor wir wieder herkommen müssen. Naja, nützt ja nichts. Gehen wir hier runter. Ach echt jetzt. Ist das euer fucking Ernst? Leon. Okay, wie war das mit viel Munition? Ich habe irgendwie so ein ganz dummes Gefühl. Ja, genau. Was haben wir hier? Was ist das? Was soll das bringen? Sehr niedlich. Hä? Ist das ein neuer Hubschrauber? Ich glaube schon. Also wir haben jetzt tatsächlich 39 Schuss. Kann ich hier rein? Können wir. Und dann sind wir hier vorne, okay. Das noch mal rotes Kraut. Okay, dann gehen wir nicht lang. Ich weiß nicht, ob wir brennen können. Wenn der Leon ist die ganze Zeit am Schnieben, ich weiß gar nicht.
Warum? Du übelst taffe Typ. Ach, so mag ich das. Schön friedlich. Ach, hätte ich mal nicht gesagt. Was ist das? Da hinten gibt es grüne Pflanzen. Ich glaube, das ist gar kein gutes Zeichen, wenn es grüne Pflanzen gibt, vor allen Dingen zwei Stück. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir treffen gleich einen Gärtner. So, komm, nimm die mal auch mit. So, wir haben jetzt zweimal grüne Pflanzen, zweimal blau, einmal Heilspray. Eigentlich ist es gar nicht so viel. Aber wir müssen das gleich mal kombinieren. Ich könnte auch eins jetzt nehmen. Wir kombinieren es erstmal. Wenn, egal was es ist, uns einmal trifft, dann können wir beides nehmen und sind wieder fit. So, das klingt irgendwie nicht gut. Kuckuck. Nein, wir haben. Ach. So, piss dich doch mal. Was soll das denn hier? Nein, nicht die Granate. Ich hätte gern das Messer. Okay, der scheint down zu sein. Nein, ich möchte kein Date mit ihm. So, was haben wir hier? Links, rechts. So, wo geht das denn? Da hoch. Keine Ahnung, wo genau es hingeht. Haben wir hinten was liegen? Nö. So, laden wir nach. Das werden wir auch gleich tun. Lieber. Oh, so gehen wir durch diese magische Tür. Wo kommen wir denn raus? Heizraum. Okay, da ist noch eine krasse Sackgasse. Okay. Jetzt gehen wir die Waffe. Hallo. Ich bin jetzt drin. Hier spricht die Polizei. Schießpulver. Ich finde es auch spektakulär, wie man hier Munition macht. Ne? Finde zweimal Schießpulver und schon hast du. Ah, okay, hier ist ein Speicherraum. Das gefreut mich. Guck mal, hat jemand einen Schlüssel verloren? Hier ist ein Kreuzschlüssel. Juhu. Schreibmaschine kann man speichern. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. So, aber jetzt können wir. Das können wir auf jeden Fall verstauen, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir gefühlt sehr wahrscheinlich noch. Habe ich hier drüben noch irgendwas zum Kombinieren? Mit dem Schießpulver, dass wir uns vielleicht nochmal ein bisschen Schlotzmunition machen können oder so? Nö. Also können wir das eigentlich erstmal hier. Wäre das auf jeden Fall einmal blaues Kraut hier. Heilung haben jetzt zweimal den Schlüssel noch. Vor allem der Schlüssel braucht ein Slot. Die Pumpgun braucht ein Slot. Was ist das bitte schön für ein Schlüssel? So. Den haben wir. Sehr gut. Wir haben zwecks Speichern. Tick, 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 tick. Was mir gerade auffällt, ich habe gar keinen Ausgang jetzt gesehen. Irgendwie. Ich habe irgendeine Tür verpasst. Da sind wir runtergekommen. Hier ist, eine, ach, hier ist das Wasserventil. Hier gibt es jetzt auch noch eins. Es gibt also zwei. Na gut, dann gucken wir mal, was es ist, was es macht, wie es uns umbringen will. So, Moment, hier war der Hebel. Okay, drücken wir einfach mal. So, okay, und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder da hoch. Obwohl, wir sollten vielleicht nicht so viel rennen. Ich weiß nicht, sind die Leger wasserscheu? Ich weiß es nicht. Was? Ich hab die doch gemessert. Warum lebt die jetzt schon wieder? Blöde Kuh. Ach, egal. Ich glaube, wir müssen eh nicht nochmal her. Das war eine Sackgasse aus Richtung. Lass ihn mal. Ja, leben ist vielleicht der falsche Begriff. Ah, okay. Da oben geht es ruhen. Okay. Ein Hebel hier.
Jetzt gleich eine bestimmte Hubschraube. Jawollo. Sehr gut. Auch wenn ich nur unschlüssig bin, was das bringen soll. Ist ja gut nur hier. Ja, geht's jetzt wieder aus? Haben wir jetzt irgendwas? Bringt doch gar nichts. Ich check's gerade nicht so richtig, aber ne. Auf jeden Fall ist es jetzt wesentlich dunkler. Vielleicht können wir irgendwo hochklettern. So, na gut. Ob wir jemals rausfinden werden. Das sehen wir dann. Was haben wir denn hier drin? Ah, okay, wir haben jetzt hier das Feuer gelöscht. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.